Großeinsatz am Dienstagabend für zahlreiche Feuerwehren im Zollernalbkreis. Das ehemalige Tennis- und Squash-Center in Meschstetten, das heute eine Firma für Tiernahrung und Futtermittel beherbergt, stand in Flammen. Nach ersten Informationen am Abend brach das Feuer gegen 19.50 Uhr aus. Beim Eintreffen der Meschstetter Feuerwehr stellte Einsatzleiter Ralf Smolle fest, dass eine Photovoltaikanlage am hinteren Teil des Gebäudes in Flammen stand. Binnen weniger Minuten hatte das Feuer auf das Dach übergegriffen und drohte benachbarte Gebäude in Mitleidenschaft zu ziehen. Nach einer ersten Erkundung war klar, dass sich in der Firma keine Personen befanden. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis, die ein Abbrennen des Gebäudes jedoch nicht verhindern konnten. Die Löscharbeiten werden laut Einsatzleiter Ralf Smolle voraussichtlich bis in den Mittwoch hinein andauern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Schaden können bislang keine Angaben gemacht werden. Er wird sich aber im siebenstelligen Bereich bewegen.